Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich hier zu meinem PHP 5 Lehrgang für Einsteiger. Und in unserer 51. Lektion möchte ich dir kurz eine Möglichkeit zeigen, wie man Dateien hinaufladen kann. Ich habe hier wieder ein Listing mit einem HTML-Grundgerüst und innerhalb des Body-Tags ist dann der entsprechende Code für das Formular und für die Auswertung durch PHP. In dem Fall weise ich darauf hin, dass man das Ganze natürlich jetzt nicht irgendwie auswendig lernen kann, sondern ich versuche einfach nur grob hier diese Funktionsweise zu erklären. Fangen wir in diesem Fall hier unten an, ja, bei dem Formular. Und hier im Formular unterscheidet sich es insofern von anderen Formularen, die wir kennengelernt haben, weil wir hier noch weitere Anweisungen haben. Enctype, Multipart, Form, Data. Methode ist Post ist die gleiche. Und hier ist wiederum die Datei, die jetzt dann danach wieder aufgerufen wird. Das wäre dann in dem Fall genau dieselbe. Ja, also was hier dazu kommt, ist Multipart, Form, Data und Enctype. Und hier habe ich dann Input-Type-File, das ist etwas Neues. Ich kann also, wenn ich dann draufklicke, den Pfad feststellen zu der Datei, die ich dann hinaufladen möchte. Und mit Input-Type-Submit kann ich das Ganze dann abschicken. Ich habe das dann hier als Grafik eingefügt. Ich wähle hier einen Pfad aus, klicke auf Durchsuchen, wähle den Pfad aus, klicke auf Upload und dann wird die Seite eben aufgerufen, die ich hier im Kopf des Formulars festgelegt habe. Und dann wird dieser Code hier dann abgearbeitet. Iset prüft wieder, ob überhaupt eine Eingabe da ist, eine abgeloadete Datei überhaupt da ist, das wäre hier dieser Name wieder. Und dann, ob überhaupt ein File zum Beispiel da ist, also ob wirklich da nicht zwischenzeitlich schon eine Datei entfernt wurde. Und wenn man dann hier entsprechend dann diesen Code eingibt, kann man dann an das Verzeichnis, das hier festgelegt wird, in dem Fall mein Ordner zum Beispiel, wird diese Datei hinaufgeladen und dort dann am Server dann abgelegt. Der Upload-Pfad zum Beispiel wird dann hier noch einmal verwendet, um dann wirklich den Upload dann sicherzustellen. Also ich bitte empfehle, das Ganze mal dann zu kopieren, dann einfach mal auszuprobieren, ob das Ganze funktioniert. Also gehst du hierher, kopierst das Ganze dann in deinen Editor und probierst es mal auf deinem Server, ob du dann damit dann dementsprechend dann einen Upload zustande bringst. Damit sind wir schon hier bei der Aufgabenstellung, probier das Ganze mal. Und vergiss nicht, dass hier die Methode immer bei diesen Upload-Posts sein sollte. Bei Get willst du da keinen Erfolg haben. Danke für das Zuhören, Zuschauen. Danke also.